aus. Wenn man aber jetzt hier oben steht, ist der eigentlich gar nicht so groß. Aber noch weiter in die Tiefe darf er einfach nicht gehen, weil das dann wirklich überhaupt nicht mehr aussehen würde. So, jetzt probieren wir einfach mal was aus. Glas haben wir nur noch 12. Ja, haben wir nicht ganz so viel, aber egal. Wir nehmen jetzt mal eben die Barriere des Zimmermanns. Wir gucken mal, ob so ein Balkon mit einem weißen Zaun, ihr wisst ja, oder du weißt ja, ich bin ein Freund von Kontrasten. Ach, wir hätten das auch sofort bearbeiten können. Ach, nee. Das sieht jetzt aus wie ein Gartenzaun. Och nee, ne? Das sieht nicht aus, oder? Sieht das jetzt aus? Huch! Immer passiert mir sowas. So. So. Lassen wir mal die Tür erstmal auf. Einmal runtergehen, einmal runtergehen. Ich will einmal gucken. Die Tür ist jetzt auch zugegangen. Wie sieht denn das aus? Nein. Doch. So schwer, es ist so schwer. Echt, es fällt mir so schwer, hier eine Entscheidung zu treffen. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Wir machen jetzt beides. Wir machen jetzt beides. Ich mache nochmal eben gerade ein bisschen Glas. Lass uns einfach mal beides ausprobieren. Ich weiß, es ist unglaublich nervig, wenn man so viele Sachen ausprobiert, aber bei dieser Auswahl muss man sich einfach die Zeit nehmen. Da kommt man nicht drum rum. Wenn man es wirklich schön haben will, wenn man es wirklich abgestimmt haben möchte, muss man verschiedene Dinge ausprobieren. Also, stell dir jetzt bitte diesen Zaun oben auf dem Balkon, stell dir den weiß vor. Stell dir den einfach mal weiß vor. Ich mach den jetzt nicht weiß, sondern wenn wir den jetzt doch nehmen, dann würde ich den hinterher nochmal weiß machen. Ach, oder ich mache ihn jetzt weiß. Komm, ich mache ihn jetzt weiß. Wenn, dann wollen wir es ja richtig, wollen wir ja wirklich alles sehen. So, zack, zack, zack. Runter. Ja, mit rauf und runter, das haben wir jetzt noch öfters hier. Das wird noch öfter passieren. Gucken, rauslaufen, nach unten laufen, gucken, wie sieht das aus? Wieso habe ich eigentlich so eine dämliche Erdsäule? Hat die irgendwie eine Bedeutung? Nein, hat sie nicht. Och, ich. Ich glaube, das gefällt mir ganz gut. Ich glaube, das. Ich glaube, das ist ganz nett, wie das aussieht. Die Sonne ist schon wieder. Wir probieren es trotzdem nochmal eben aus. Lass uns noch einmal die andere Variante mit dem Glas ausprobieren. Ich möchte es einmal sehen, obwohl mein Gefühl, mein Bauchgefühl mir jetzt schon sagt, dass das mit. So, nehmen wir das alles mal wieder schön runter hier mit dem Hammer. Linksklick, Hammer, Linksklick, alles wieder weg. Fällt jetzt ein Teil runter, aber was soll's. Nun reißen wir das nochmal ab. Zack, zack, zack. Sah eigentlich wirklich sehr schön aus. Also eine andere Variante, es gibt ja etliche Varianten von Zäunen, die wir hier verwenden können, aber ich möchte noch einmal, verzeih es mir bitte, wenn ich so, so unentschlossen bin, weil es, was ist das denn jetzt? Wieso liegt das Glas denn jetzt da? Ich will das eigentlich ganz an. Wieso liegt das denn jetzt? Ich will das so haben. Egal, wir haben Glas genug, aber. Hallo? Ja, toll! Jetzt geht das alles. Okay. Die Überraschung des Zimmermanns ist perfekt. Nochmal eben setzen. Hätte ich's bloß nicht gemacht. Hätte ich's bloß nicht gemacht. Echt. Wieso mache ich sowas immer? Ich hätte das einfach so stehen lassen sollen, wie das eben war. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Was ist denn da jetzt gerade passiert? Wieso liegt denn das Glas auf dem Balkon? Gut, dass wir das mit dem Glas nochmal ausprobieren wollten, sonst wären wir nie dahinter gekommen. Das eröffnet uns natürlich, Moment, wenn ich das jetzt hier dran setze, an den Rand, wo haben wir es denn jetzt? Da oben. Ich sehe das immer so schlecht. Wenn ich so setze, geht's. Wenn ich aber jetzt hier unten klicken würde, auf diese Zimmermannsblöcke, dann wird das liegen. Nein, so natürlich nicht. Ich muss jetzt hier vernünftig dran setzen. So. Mit äußerster Sorgfalt im Halbdunkel. Okay, also wir können das natürlich jetzt. So hatte ich mir das gedacht. Das wäre jetzt die Alternative zu der anderen Balkonbrüstung, die wir eben hatten. Selbstverständlich mit dem Schiesel bearbeitet. Das machen wir jetzt auch ganz schnell, bevor es dunkel wird. So natürlich nicht. So. So könnte das auch aussehen. Das könnte auch aussehen. Also das wäre jetzt die Alternative aus meiner Sicht
für diesen Balkon. Und bevor wir uns das angucken, gehen wir jetzt schlafen. Und ich weiß jetzt schon wieder, mir graut's schon wieder, denn ich weiß, dass diese Entscheidung total schwer fallen wird. Die wird schwer fallen. Oder wird sie vielleicht doch nicht schwer fallen? Mal gucken. Kann man machen? Sieht etwas moderner aus als das andere. Ich glaube aber, also wenn du einen anderen Geschmack hast, schreib es bitte in die Kommentare rein. Es ist mir sehr wichtig, dass ich das auch von anderen höre. Gerade bei den vielen Möglichkeiten, die wir hier live in the Woods haben, ist es mir einfach wichtig, wenn ich von anderen auch einen Eindruck bekomme, ob das hier gut ist, was ich mache, oder ob ich vielleicht doch noch was verändern sollte. Also wie gesagt, wir können an den Häusern immer etwas verändern. Boah, das nervt mich, dass ich immer diese coolen hier laufe. Wir können immer noch was verändern, auch im Nachhinein. Meine Meinung ist aber jetzt, dass wir das wieder abreißen sollten da oben und diesen Zaun, den wir eben hatten, wieder aufbauen sollten. Das sieht interessanter aus, es passt besser zum Haus und deswegen sollten wir es einfach tun. Glaube ich. Wir machen das jetzt. Wir machen es jetzt einfach. Komm, wir machen es jetzt. Wir gehen hoch, reißen das wieder ab. Es hat doch keinen Sinn, jetzt hier endlos zu gucken. So, weg damit. Weg da. Moment mal, kann ich das... Ja gut, das Glas ist jetzt hinüber. Aber was soll's. Ist auch völlig egal. Wen interessiert's? Wir haben ja genug davon. Okay, wir wissen jetzt, was wir machen müssen. Ich bin mir auch sicher, wir brauchen eigentlich jetzt keine andere Zaunvariante ausprobieren, weil alle anderen Zaunvarianten, die es hier gibt in Life in the Woods, die sind gröber. Das ist ein gröberer Zaun mit größeren Brettern und das ist hier eigentlich der feinere Zaun, der filigranere Zaun und der passt einfach am besten dazu. Das weiß ich so, da brauche ich mir die anderen Varianten gar nicht anzugucken. Und du kennst sie, wenn du jetzt andere Folgen gesehen hast oder überhaupt Life in the Woods kennst, wirst du die anderen Varianten auch kennen. Das schwankt natürlich immer von Texture Pack zu Texture Pack, aber so ein bisschen Ähnlichkeit ist bestimmt auch da. Also so gefällt es mir wesentlich besser und so werden wir das jetzt auch stehen lassen. Ich glaube, das ist eine ganz nette Sache. Was wir jetzt allerdings hinten mit dem anderen Fenster machen, weiß ich nicht genau. Wir könnten hier einfach so ein großes Fenster jetzt machen. Auch so ein Fenster, wo man so rausgucken kann. Oder wir machen einfach noch ein größeres Fenster, vielleicht so ein Panoramafenster. Das würden wir dann hier so komplett aufmachen. So vielleicht, dann haben wir es zentral, wenn wir das so machen. Und hier könnte man jetzt, wenn man wollte, einfach Glas reinsetzen. Und damit wäre das Thema auch hier erledigt. Ich glaube, das machen wir auch. Dann wirkt das Ganze noch etwas größer, wenn das Licht hier reinfällt. Und man kann sich noch den wunderschönen Wald angucken, der hier hinter dem Haus liegt. Glas, Glas, Glas. Wir sind ja experimentierfreudig. Wir experimentieren ja gerne rum. Wir können sogar überlegen, die Fensterläden von draußen anbringen können wir nicht, weil das würde nicht passen. Damit würde man nicht das gesamte Fenster theoretisch zuklappen können. Wenn hier jetzt zwei Fensterklappen von außen angebracht wären und da zwei, dann wäre die Mitte immer noch unverschlossen. Deswegen passt das einfach nicht mit Fensterläden. Heißt, wir lassen die Fensterläden außen vor. So, den letzten Burger müssen wir jetzt essen. Der letzte Burger. Huch. Hallo. So. Och, wie lecker. Von Knast zu irgendwas Weißem. Nochmal Knast. Ja. Lass uns das einfach so machen. Lass uns das so machen. Hier stehen mir noch ein bisschen zu wenig Fackeln rum. Wir müssen das also hier noch ein bisschen besser ausleuchten. Einmal hier ausleuchten, da ausleuchten. Ist nur provisorisch, betone ich jetzt nochmal. Bleibt nicht so. Wir wollen hier also gänzlich andere Beleuchtung in dieses Haus reinbringen, außer Fackeln. Und ich überlege jetzt gerade, wie man das jetzt hier am Rand macht. Wir könnten allerdings tatsächlich im Innern hier mit Glas arbeiten, was das Geländer angeht. Denn das wirkt dann nicht ganz so wuchtig. Und wir haben halt unterschiedliche Möglichkeiten, das Geländer auch zu verzieren. Wo ist das Glas jetzt schon wieder? Ich werde hier irre. Da oben. Mal gucken, ob es funktioniert. Da geht es schon wieder nicht. Guck dir das mal an. Wieso ist das so? Woran liegt das? Wieso legt sich dieses Glas immer hin?
Ist doch wirklich rätselhaft. Jetzt kann ich diese Dinger wieder abreißen. Boah, das ärgert mich, dass das irgendwie so unpraktisch ist. Zack, jetzt muss ich das aus dem Boden komplett. Es geht also. Jetzt würde es. Moment, jetzt würde es so gehen. Halt. Moment. Funktioniert das denn, wenn ich das jetzt komplett hier unten mit Glas auslege? Wollen wir das einfach mal ausprobieren? Warum, weiß ich nicht. Aber das würde funktionieren. So, hier ist der Boden. Block des Zimmermanns. Fackeln brauchen wir gerade nicht. Zack. Zack. Ich mache das jetzt einfach mal so. Jetzt haben wir natürlich nicht mehr genug Glas. Huch. Da geht das Dach jetzt kaputt. Oh Mann, das gibt's doch gar nicht. Oder wir machen hier einfach eine Glasverzierung am Rand. Könnte man auch machen, auf beiden Seiten. Einfach so eine Glasverzierung. Vielleicht sieht das ja aus. Dann brauchen wir das jetzt nicht abreißen. Wo ist denn hier eine Crafting-Truhe? Eine Crafting-Truhe brauchen wir auch ganz dringend hier oben. Setzen wir einfach mal irgendwo eine hin. Lass uns die einfach mal. Völlig egal, wo wir die hinsetzen. Einfach mal hier. Nein, was ist das denn? Was ist das denn jetzt? Also ich verstehe das nicht. Das kann doch nicht richtig sein. Wieso ist das so? Ich verstehe es nicht. So. Nochmal. Jetzt gehe ich aber hier an dieses Holz. Dann funktioniert es. Also man muss an die Ränder von normalem Holz oder normalen Items gehen. Nicht auf die Blöcke des Zimmermanns klicken. Wenn man auf die Blöcke des Zimmermanns klickt, dann verschmilzt das Item mit dem Boden. Komischerweise. Ich glaube nicht, dass das richtig ist. Ich glaube nicht, dass das so gewollt ist. So, 16. Lass noch ein bisschen mehr machen. Mit Glas müssen wir jetzt etwas ausprobieren. Das ist sonst. Lass uns das einfach mal hier am Rand machen. Ich möchte das gerne mal ausprobieren, wie das wohl aussieht. Hier machen wir das dann auch. Und eigentlich können wir das sogar komplett dann hier entlang machen. So. Hier müssen wir natürlich noch ein bisschen weitermachen mit Glas. So. Zack. Reicht das? Oder müssen wir noch einen weitermachen? So viel zum Geländer. Was machen wir mit dem Glas im Hintergrund? Können wir nicht bearbeiten. Also, das können wir nicht bearbeiten. Ich finde es aber optisch gar nicht mal so unschön. Ich lasse das jetzt so. Auf der anderen Seite machen wir das jetzt auch. Also optisch finde ich das nicht unschön. Das kann man ruhig so lassen. Ich finde das eigentlich ganz nett. Das passt zum Fußboden. Es war jetzt überhaupt nicht geplant in dieser Form. Aber wieso eigentlich nicht? Dadurch haben wir die Möglichkeit, ich guck mal gerade, wie das mit den Fackeln aussieht. Kann man da jetzt noch Fackeln anbringen oder nicht? Das geht sogar. Das geht sogar. Das funktioniert. Okay, hier führt das aber mit den Fackeln auch funktioniert. Also ich möchte es jetzt bei dem Holz hier oben gar nicht ausprobieren, oder doch? Okay, hier oben funktioniert es auch. Also mit Fackeln funktioniert es, die können wir aufhängen. Und ich überlege jetzt wirklich gerade, ob wir vielleicht noch eine Etage höher gehen, ob wir hier oben jetzt noch mal mit Glas weiterarbeiten, dass wir hier oben eine Ebene höher auch nochmal Glas setzen. Aber ich glaube, wir lassen das jetzt einfach so, wie es ist. Ein wenig unfreiwillig, aber nicht unbedingt unpassend. Lassen wir das jetzt einfach so stehen. Und mein nächster Gedankengang ist jetzt, ob man hier noch eine Raumaufteilung macht. Allerdings in Anbetracht der Tatsache, dass die Treppe schon bis hier geht. Man könnte jetzt hier noch irgendwo einen Raum machen, aber ich glaube, das lassen wir einfach mal. Brauchen wir nicht. Vielleicht können wir hier oben auf Dauer ein Bett hinstellen, dass wir hier oben schlafen, nicht mehr unten. Dass wir so eine Art Schlafzimmer machen, wo man hier hochkommt, gemütlich. Hier noch eine Tür einbauen oder sowas.
Ich weiß es nicht. Es ist auch nicht immer ganz einfach, das zu entscheiden. Man könnte auch dieses gesamte Konstrukt hier mit Glas auskleiden, dass das Glas bis ganz nach oben geht, aber das würde vermutlich auch nicht mehr aussehen. Oder wir lassen es einfach so, wie es ist. Wir müssen ja bedenken, es ist einfach ein Ferienhaus und das muss nicht wie ein Wohnhaus aussehen mit so vielen Räumen, sondern das kann auch so einfach ganz nett sein. Aber was wir jetzt machen sollten, ist, dass wir das Bett nach oben bringen. Dann können wir nämlich hier unten mit anderen Sachen arbeiten, sprich mit... Ich bin auch dafür, dass wir ein Bett des Zimmermanns machen. Dieses andere Bett, dieses Bett war jetzt provisorisch, das lassen wir jetzt da, wo es ist. Wir haben ja auch Wolle dabei, glaube ich, oder haben wir keine Wolle dabei? Haben wir Wolle mitgenommen? Wolle, Wolle, Wolle. Normalerweise nehme ich doch immer ein bisschen Wolle mit. Habe ich aber jetzt nicht gemacht. Hm. Okay, dann können wir jetzt, wir müssen jetzt erst wieder runter zu unserem Haus mit der Lore fahren. Das lassen wir jetzt einfach mal. So, hier setzen wir jetzt eine provisorische, hier setzen wir gar nichts hin. Wir nehmen jetzt erstmal das Bett nach oben, schlafen einmal oben in unserem neuen Stockwerk. Wo stellen wir das Bett denn mal hin? Meine, andererseits, wir müssen sowieso bald runterfahren. Wollen wir mal hier hinstellen? Das ist doch ganz nett. Hier können wir doch schlafen. Das ist doch ganz nett. Huch, wieso schlafe ich jetzt unter freiem Himmel? Man weiß es auch nicht so genau. Gut. Wir haben gerade unter freiem Himmel geschlafen. Und dann kommt man hier raus und guckt in den Sonnenaufgang direkt nach Osten. Ist das nicht schön? Und man sieht hier sogar einen Teil von unserer kleinen Welt unten zu Fuße, am Fuße des Berges. Und wenn wir auf Dauer vielleicht noch ein bisschen ein paar Laternen aufstellen, das gesamte Grundstück hier etwas vergrößern mit Terraforming, das müssen wir sowieso jetzt bald machen, dann haben wir auch noch einen besseren Ausblick auf das, was hier oben läuft. Vielleicht können wir das sogar so machen, dass die Schiene hier noch entlang läuft, wer weiß. Ich habe noch keine genaue Vorstellung davon, aber so könnte es dann auf Dauer auf jeden Fall aussehen. Okay, jetzt gucken wir mal eben, was wir hier einrichtungstechnisch machen. Wir können das auch einfach so lassen, wie es ist. Oder wir sagen, wir ziehen hier noch einfach eine Wand durch. Vielleicht auch eine relativ dunkle Wand, die zu dieser Treppe passt. Dass wir zumindest unten zwei Räume haben, nicht nur ein, dass man auch so eine Art Hinterraum hat, so eine Art gemütliche Bauernstube, dass man hier vorne vielleicht so ein paar Crafting-Truhen oder auch Schubfächer aufstellt und im Hintergrund dann vielleicht, wie gesagt, mit einer gemütlichen Bauernstube arbeitet, wo man sich irgendwie in Sessel setzen kann, wo man vielleicht noch so ein paar Sessel hinsetzt. Es würde allerdings ein relativ schmaler Raum werden, weil dann hier die Wand sein müsste, denn die Öfen sind ja direkt schon hier. Wollen wir nochmal gerade gucken, was der Schiesel hergibt. Schiesel mit Schwarzeichenholz gepaart. Welche Wand nehmen wir da jetzt? Welche Wand eignet sich jetzt für unsere Zwecke? Wir können natürlich auch wieder eine Wand des Zimmermanns machen und das hinterher entscheiden. Ich glaube, das machen wir auch. Wir machen jetzt gar nichts mit dem Schiesel. Nehmen wir erstmal wieder raus hier. Raus aus dem Schiesel und Zimmermannsblöcke verarbeiten. Wir können hier sogar noch ein bisschen Raumfläche gewinnen, indem wir mit dem Hammer das ganze Ding gleich von vornherein etwas schmaler machen. Und zwar so. So machen wir das. Dann haben wir mehr Fläche gewonnen. Und dann können wir jetzt hier, weil wir das einmal gemacht haben, zieht es bei anderen Blöcken nach. Sollte es jedenfalls. Moment. Tut es da jetzt aber nicht. So soll es aussehen. Da oben haben wir jetzt allerdings ein bisschen Luft. Da müssen wir vermutlich daher nochmal ran. Wir bauen jetzt erstmal weiter. So wird das dann hier langlaufen. Irgendwo müsste die Tür rein. Ich muss mich jetzt gerade mal konzentrieren. So. Dann hier runter. Einmal so, einmal so. Wo setzen wir die Tür denn jetzt mal hin? Hier sind die Öfen. Ich glaube, die kann am besten... Hier sollte am besten die Tür sein. Hier direkt, dann haben wir den anderen Raum. Das würde dann bis hier gehen. Und hier wäre dann... quasi die Tür. So ganz klein ist der Raum dann eigentlich nicht mehr. Weil wir haben noch ein bisschen... Wir haben noch einen halben Block Fläche gewonnen. Könnte man machen. Jetzt müssen wir allerdings oben gucken, wie wir das oben machen. Da müssen wir die Blöcke hier rausnehmen.
Die müssen wir wieder rausnehmen. Brauchen wir nicht abreißen. Können wir einfach nur das Holz rausnehmen und dann das Ganze mit dem Hammer verändern. Muss mal eben nach oben gehen, ob das jetzt richtig ist. Man sieht es von hier aus nicht genau. Wir gehen noch mal gerade hoch. Ja, es sieht richtig aus. Einsammeln. Eichenholz. Ne, das sind die normalen. Eichenholz lang. Lange Eichenholzbretter. Zack, 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 zack. Und zack. Hier natürlich auch. So. Nicht ganz schlecht, oder? Kann man denn da jetzt auch eine Tür reinsetzen? Geht das? Oder gibt es jetzt wieder Probleme? Man weiß das ja bei diesen Zimmermannsblöcken nie so ganz genau. Ich probiere es lieber im Vorfeld mal aus, bevor wir jetzt die Wand hier fertig machen. Geht. Und jetzt probieren wir mit Schwarzeichenholz, wie wir das gesagt haben, probieren wir es mal aus, wie das denn überhaupt aussehen könnte. Welches